guck mal. Da ist gleich die Bewertung an. Lassen wir es doch an, ne? Herzlich willkommen am... Oh, das sieht aber auch schlecht aus hier. Total top vorbereitet. Hier ziehen wir die Dezember zweimal richtig schön in die Mitte, ne? So, herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von Gorbinski trinkt sich einen an. Nein, Spaß. Vom Gorbinski 666 Bier Adventskalender. Und das Ganze findet heute, wie soll es anders sein, bei der zweiten Ausgabe zum zweiten Mal statt. Das letzte Mal, also gestern, haben wir einen Tuborg-Pilsener getrunken. Und ja, erstmal vorab, ich weiß, Advent wird mit T geschrieben. In meinem Intro wird Advent mit D geschrieben. Das ist in meinem Technik, nicht Technik verstehenden, trotzdem ausprobierenden Sony Platinum Studio waren einfach so passiert und ich werde es jetzt auch nicht mehr ändern. Das wäre eine Sache von 5 Minuten, aber ich bin mal gespannt, wie oft bis zum 24. unter den Videos steht, ey, Alter, Advent wird mit T geschrieben und nicht mit D. Ja? So, lassen wir einfach mal. Die Rechtschreibflames dürfen gerne kommen. Ja, das Outfit hier habe ich jetzt 24 Mal an. Das ziehe ich aber nur an, wenn ich das hier mache, weil bei mir ist es weder kalt, noch ist das meine Art von Pullover, die ich gerne anziehe. Allerdings mag ich den Verein hier ganz gerne. Ne? Einen guten St. Pauli mag ich eigentlich ganz gerne. Ja, hier unten drunter, wenn man mich noch nicht kennt, ich habe eine Glatze. Ja? Und ein Bart. Der Bart war irgendwann im letzten Mal ab. So, jetzt reden wir nicht lang außen rum. Wir trinken das zweite Bier. Das hier ist kein Furz, das ist das kleine Schemelchen, was ich unter dem Tisch stehen habe für meine Füße drauf, da ich im Real Life sehr, sehr klein bin. Gut, wir trinken heute ein König Ludwig Dunkel. Für euch. König Ludwig Dunkel 0,5 Liter. Zu dem Bier. Ich habe es noch nie getrunken. König Ludwig sagt mir was, habe ich schon öfters mal gehört. Allerdings noch nie getrunken. Und ich habe mir mal ein dunkles bestellt, um einfach mal ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Ja, jetzt zeige ich mal die Flasche. Komplett nochmal. So sieht sie aus. Das hier ist die Rückseite. Mal gucken, was hier so drauf steht. König Ludwig Dunkel. Bier von königlicher Hoheit. Muss ja gut sein. Für den Kenner köstlich bayerische Bierspezialitäten. Feinwürzig, malzig und voll im Geschmack. Gebraut mit dunklem Gerstenmalz und feinherbem Aromahopfen nach dem bayerischen Reinheitsgebot und wertvollen Familienrezepten mit einer feinen Betonung der wertvollen Bieraromen. Der Qualitätsanspruch des Hauses Wittelsbach ist höchstes Anliegen und ich achte persönlich darauf. Ludwig, glaube ich. Ich glaube, da hat einer mit Ludwig unterschrieben. Der lebt auch bestimmt noch, der König Ludwig. Und der hat das handsigniert, hier extra für uns, hier unten. Sieht man das? Ja, man sieht so ein bisschen, ne? Gut, König Ludwig GmbH, Schlossbrauerei Kaltenberg in Fürstenfeldbruck. Ist das nicht das von Schätzelein? Ich komme aus Fürstenfeldbruck. Nee, das ist Grevenbräuch. Ich bin aus Grevenbräuch, Schätzelein. Ne? Okay. Hat 5,1% Alkohol. Also das ist so in Weizenrichtung. Ist ein bisschen stärker als normales Pilz. Und Zutaten: Wasser, Gerstenmalz, dunkel und hell und Hopfenextrakt. Bayerisches Bier. Und hier ist noch so ein Siegel drauf. Geschützte geografische Angabe. Okay. Wir machen es mal auf. Ich bin grundsätzlich, muss ich sagen, nicht so der Freund von dunklem Bier. Aber wir testen es jetzt einfach mal. Mal gucken. Bleibst du? Mhm. Für kein Prickeln. So sieht das Ganze aus. Schön. Schaumkrone schon mal definitiv besser als gestern bei dem Tuborg. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass es ein dunkles Bier ist. Habe ich keine Ahnung. Kein Plan. Gucken wir einfach mal, ne? So. Riecht gut. Ich habe auch ein bisschen Schnupfen. Trotzdem riecht es ganz gut. Ja.
Es ist sogar richtig im Vergleich zu dem gestern. Ich hatte das gestern in derselben, ich habe so ein 0-Grad-Fach, da liegt das immer drin. Das kühlt dann so auf 3, 4 Grad runter. Das Glas ist schön beschlagen, das ist top, sieht man das hier? So ein bisschen sieht man das, ne? Wartet mal, wenn ich jetzt so mache, dann glänzt ein bisschen mehr. Hier sieht man den Unterschied. So, alles klar. Zum Wohl auf den 2. Dezember. Prost. Kann man nichts sagen. Ich weiß, ich mag Bier. Es gibt. Das Geilste wäre ja, wenn ich jetzt 24 Mal sage, schmeckt gut das Bier, ne? Dann habe ich mich als Säufer geoutet. Nein. Übrigens wieder geöffnet mit dem guten Goldochsen-Original. Props gehen raus an meine Kollegen aus dem Studium. Schwabe. Das ist ein echter Schwabe. Da Henne. Draußen drinne. Die Schelle. Ne? Ja, ich trinke mal einen Schluck. Schmeckt gut. Echt lecker. Sehr hart, aber trotzdem auch ein bisschen süß. Oh, schmeckt gut. Geht schon wieder 7 Minuten, das Video. Müssen wir aber schon wieder zum Ende kommen. Ich habe gesagt, so 10 Minuten. Am besten kurz über 10 Minuten, dann kann ich mir mal als Werbung schalten. Bling, bling. So, kommen wir mal zur Bewertung. Aussehen, gut, es ist natürlich ein dunkles Bier, aber die Farbe ist so ein bisschen goldbraun. Finde ich eigentlich ganz nett. Das letzte Mal habe ich 6 vergeben. Muss ich jetzt auch 6 vergeben, weil für ein dunkles Bier, eigentlich muss ich 7 vergeben, weil der Schaum, Entschuldigung, ist Weltklasse. Es gibt, glaube ich, einen Running Gag, dieser Rülpser. Okay, vergeben wir 7 dieses Mal, ne? Ich finde es gut. Ich finde es sogar vom Aussehen besser. Vom Geschmack her muss ich sagen, hat mir das gestern besser geschmeckt, weil es eben ein Pilz war. Aber ich muss ja trotzdem, Geschmack ist natürlich immer auch so eine persönliche Meinung, ganz einfach. Und da hat mir das gestern ein bisschen besser geschmeckt. Das gestern war ein bisschen herber, ein bisschen... das hier ist ein bisschen leicht, ein bisschen zu schwer. Ich habe ja gesagt, so schwere Biere mag ich nicht ganz so. Und das hier ist mir ein bisschen zu schwer. So auch... Ich mache es jetzt mal umgedreht, ich gebe hier 6. Und... Der Nachgeschmack ist allerdings besser als gestern, denn dieses Malz habe ich nicht so in der Nase und im Gaumen. Nachgeschmack ist besser. Nachgeschmack ist besser. Jetzt bewerte ich das Bier, wenn ich jetzt 7, 6, 7 gebe. Bewerte ich das Bier gestern besser als das gestern? Das darf ich eigentlich nicht. Wartet mal, machen wir anders. Wir machen 6, 6. Nachgeschmack ist besser, 7. Dann ist es, dafür, dass es halt ein dunkles Bier ist, bewerte ich es genauso wie das von gestern. Für ein dunkles Bier ist das echt lecker. So machen wir das. 6, 6, 7. Cool. Alles klar. Was soll ich sagen? Das war's schon wieder. Bier Adventskalender, 2. Tag. Kam ja heute super schnell vor, ne? Liegt noch leer. Auf euch. Ist allerdings eine 0,5er Flasche. 0,2 gönne ich mir jetzt gleich noch im Stream. Heute Abend wird Dark Souls 2 gestreamt. Kommt vorbei. Wenn ihr das seht, bin ich wahrscheinlich mit Dark Souls schon durch oder Richtung gegen Ende. Aber da gibt es auch noch Dark Souls 3, ne? Die zieht ziemlich hoch hier, die Mütze. Die will ich hier runterziehen, so. Alles klar. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und der Gorbi ist raus. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Bis morgen. Mal gucken, was wir morgen saufen. Tschüss.